Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Calling weiter. Beim letzten Mal sind wir vom Krankenhaus in dieses unheimliche Gebäude gewechselt, in dem gar seltsame Dinge vor sich gehen, wo wir Schritte gehört haben und dergleichen. Eine seltsame Gestalt kniete hier vor diesem Altar nieder. Wir haben ja ein Foto gesehen, was Rin irgendwie beeindruckt hat. Ich hoffe, es geht dieser alten Dame gut. Ja, und darüber hinaus finden wir hier noch Michios Brief. Liebe Chio, es tut mir leid, dass ich so eine Belastung für dich bin. In letzter Zeit ist es kälter, was deinem Knie sicher nicht zuträglich ist. Du musst mich nicht unbedingt besuchen. Gestern habe ich ein nettes Mädchen kennengelernt. Sie wohnt über mir. Ich habe sie auf dem Dach getroffen, als ich frische Luft schnappen wollte, und wir haben uns unterhalten. Jetzt besucht sie mich in meinem Zimmer. Ich fühle mich wie mit einer neuen Enkelin. Ich möchte dich ihr vorstellen, wenn du das nächste Mal hier bist. Mach's gut, Michio. Ist Michio vielleicht der Mann? Und Chio die Frau? Habe ich gerade was gehört? Das Telefon. Das Telefon klingelt. Das Telefon ist unten. Ein Foto des Verstorbenen ist heruntergefallen und gerissen. Ein Foto des Verstorbenen? Der alte Mann. Der alte Mann. Okay. Wenn sonst keiner ans Telefon geht, dann müssen wir uns wohl irgendwie überwinden und da jetzt mal so hingehen. Hallo? Warum bist du gestorben? Du hast gesagt, dass du mich zum Spielen nimmst, wenn ich aus dem Krankenhaus raus bin. Alle lassen mich allein. Ich bin immer allein. Ja, also... Eigentlich bin ich noch nicht tot. Ich bin wieder allein. Ja, du. Okay. Es gibt so Dinge. Diese Pflanze ist vertrocknet. Es gibt so Dinge, die stellen ein Problem dar. Ein schwarzes Telefon mit. Es gibt so Dinge, die stellen ein Problem dar. Und in den meisten Fällen hat es was mit japanischen Kindern zu tun. Okay. So. Jetzt bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Ups. Wie es hier weitergeht. Wollte ich sagen. Und da hat sie das Problem unter Umständen schon erledigt. Hallo? Ah! Zum Öffnen muss ich das Rätsel lösen. Schiebepuzzles! Yay, wir lieben sie. Funktioniert das so wie in Resident Evil? Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. Also sprich so, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur das einmal so herumschieben muss und dann... Ergibt sich das von alleine? Es stellt einen Vogel dar. Müssen die Pflanzen oben hin oder nach unten? Ich bin mir da gerade ein bisschen unschlüssig. Ich dreh's mal noch ein bisschen im Kreis, bis es mir gefällt. Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so das komplizierteste Schiebepuzzle auf der Welt. Von daher ist das schon einigermaßen in Ordnung. Aber dennoch, ich glaube gehören die Blumen nach unten oder nach oben? Ist auch teilweise so ein bisschen, also hier sehen wir zum Beispiel die Beine des Vogels um die Blumen. Also das muss also zwangsläufig irgendwie nach unten. Irgendwie. Schiebe ich das jetzt erstmal nochmal so weiter. Einmal machen wir das jetzt noch für mich. So, weil das hier... Mit den Flügeln? Muss das nicht? So sieht das hier schon mal ganz gut aus, oder? Ja, eigentlich ist es gar nicht so doof. Denke ich mal. Wenn das hier mit dem hier nochmal den Platz tauschen könnte. Oder würde. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Oh! Lässt sich nicht öffnen. Sind das nicht genug Teile?
Sind das nicht genug Teile? War oben noch was? Das eine Ding, was ich nicht aufheben konnte, weil es da für sie zu dunkel war, war das ein Spielstein? Oder ich bin da ja gerade ein bisschen unschlüssig. Oder ist jetzt auf magische Art und Weise hier plötzlich ein Spielstein drin? Ich muss das jetzt durchsuchen, weil ich habe keine Ahnung. Nee, das ist für sie nix, das ist für sie auch nichts. Ansonsten wäre das wär auch nicht so weit hinten in der Schublade dann deponiert. Weil dann würde man sich ja immer in die Quere kommen, quasi. Ich glaube, ich muss mal hochgehen. Ich glaube in der Tat, dass ich noch mal hochgehen muss. Und die Stelle jagt mir jedes Mal so einen Schauer über den Rücken. Es ist der Wahnsinn. Ich wusste noch, dass das kommt. Ja, aber es ist trotzdem. Es ist einfach nur abartig. So, hier wollte ich noch mal ran. Genau, deswegen. Du hast Holzstück erhalten. Vielleicht hiermit. So. Damit können wir das Ding dort unten vervollständigen. Und damit vermutlich und schlussendlich das Puzzle, ja, also wir vervollständigen es und dann tut sich da irgendwas oder so. Das wäre zumindest ein vergleichsweise guter Plan. Aha. Schön. Oh, jetzt hast du geöffnet. Was ist drin? Eine Postkarte. Du hast Kyokos Brief Nummer 1 erhalten. Liebe Frau Chiyo Kishibe, ich wollte Ihnen mal wieder einen Brief schreiben. Die Zeit vergeht wie im Flug, oder? In letzter Zeit war es heiß, aber ich hoffe, es geht Ihnen gut. Vielleicht möchten Sie für eine Prüfung ins Krankenhaus kommen. Falls Ihnen das nicht zusagt, können Sie sich gerne persönlich mit mir in Verbindung setzen. Hier sind meine Kontaktdaten. Das ist mein persönliches Mobiltelefon. Sie können mich also jederzeit anrufen. 997-116-286. Alles Gute, Kyoko Hibino. 116-286. Zwischensequenz? Kyoko Hibino? Kommt mir bekannt vor. Mir nicht. Oder? Kyoko? Die Wanderung abgeschlossen. Kyoko. Kyoko? Ich bin mir ein bisschen unsicher. Du schon was davon ins Krankenhaus kommen, oder? Ich hätte jetzt fast davon, oder ich wäre jetzt fast davon ausgegangen, dass es unter Umständen dass ein Arzt sein muss oder so, aber vielleicht täusche ich mich da gerade ein wenig? Ich glaube, ich täusche mich. Aber gut, das kann ja durchaus von Zeit zu Zeit auch mal vorkommen, dass ich absolut keine Ahnung habe. Und ja, wir sind froh, dass wir das dritte Kapitel abgeschlossen haben. Ich habe, weiß nicht mehr, oder das vierte. Eine Zeit lang habe ich einfach nur über mein Leben nachgedacht. Ich wusste nicht, was ich mit diesem Loch anfangen soll, das sich in meinem Herz geöffnet hat. Ich war Take für seine Liebenswürdigkeit noch dankbarer. Wenn man so lange lebt, gibt es auch schöne Momente im Leben. Als ich zum ersten Mal meinem Mann begegnete, musste ich Tage warten, bis seine Briefe endlich in meinem Briefkasten lagen. Verstehe ich nicht. Egal. Es wäre so schön gewesen, damals all diese Technologie besessen zu haben. Vor ein paar Tagen habe ich ein Gerücht gehört. Es gibt einen Ort, an dem man die Verstorbenen treffen kann. Auch wenn man die neuesten Technologien hat, überlebt der alte Aberglaube doch immer. Aber es kann ja nicht schaden, mal nachzusehen, oder? Ich glaube, ich weiß, was das gesagt hat, wer das gesagt hat. Die alte Dame. Ihr Mann ist tatsächlich gestorben. Die Rückkehr. Nächstes Kapitel. In der Hauptrolle Chiyo Kishibe.
ihr Alter, oder Quatsch, ihr Mann ist tatsächlich gestorben und sie wollte ihn unbedingt wiedersehen. So ist sie auf die schwarze Seite dann gekommen und hat sich dort in diesem Chatraum angemeldet. Ah. Ah. Aha. Das ist also passiert. Okay. Ein seltsamer Geist ist erschienen. Ich habe diese Person schon mal gesehen. Ich habe diese Person schon mal gesehen, aber wo? Ich muss ja jetzt wie eine alte Dame sprechen. Könnte sie sich auch... Aha. Lässt sich nicht öffnen. Gut, klar. Wir können Rin nicht hinterher. Die spielt ja jetzt ein bisschen mit Shin rum. Und ja, dann gehen wir mal durch das weiße Tor der Verzückung. Und landen hoffentlich irgendwo, wo es gut ist. In einem unheimlichen Wald. Mit seltsamen Seelen, die hier umherwabern. Und er möchte, dass wir ihm folgen. Machen wir natürlich gleich. Vorher gucken wir uns ein ganz kleines bisschen um, weil es hier so lustig ist. Ich mochte immer diese Bäume hier. Die sehen aus wie diese Pappbäume, die man irgendwie aus irgendwelchen Bastelkatalogen kennt oder so. Wisst ihr, was ich meine? So, da sind halt... Es gibt exakt zwei Texturen für diese Bäume. Einmal so die... Ja, die Textur so und die Textur dann so reingesteckt. Und das ergibt dann einen Baum. Ich finde das herrlich. Ich liebe es, wirklich. Es ist so, naja. Gut, aber nehmen wir mal so hin und gehen diesem Herrn dort hinterher. Er sieht ein bisschen aus wie ein Busfahrer. Also, so stelle ich mir einen klassischen Busfahrer vor. Weiß er nicht genau. Versuchen wir die Atmosphäre jetzt mal nicht gänzlich kaputt zu machen und konzentrieren uns darauf, wo wir hier sind. In einem Wald, wo seltsame Seelen umherwabern. Im Hintergrund hört man irgendwie so ein leises Flüstern oder irgendwie sowas in der Art. Die Verstorbenen, die wandern hier herum und haben vielleicht, sind noch auf dem Weg zu ihrem Zielort oder vielleicht ist das hier ihr Zielort und sie müssen hier die ganze Zeit so herumwabern und stehen und er scheint irgendwie was Besonderes zu sein. Zumindest sieht es so aus. So wie er sich uns präsentiert. Und er zeigt uns vielleicht einen Ausweg hier aus diesem Wald. Er führt uns auf jeden Fall in ein sehr, sehr, sehr helles Licht. Jetzt ist er noch kaum zu sehen. Oder kaum noch zu sehen. Wir wandern ihm einfach mal hinterher. Und? Aha. Wisst ihr, wo wir sind? Man könnte es wissen. Wir sind hier im Krankenhaus. Wow. Was? Was? Dieses Kind? Wir sind nicht allein hier. Oh, mehr Seelen? Das ganze Krankenhaus ist ein wenig lichtdurchfluteter als normal. Wir speichern einfach mal. Und... Krankenhaus, Erdgeschoss. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Kommt hier auch eine böse Hand raus, wenn ich hier gucke? Ich kann das gar nicht untersuchen. Doch, ich kann das untersuchen. Ein Verkaufsautomat, der aber nicht funktioniert. Dabei wollte ich doch jetzt eine Limo trinken. Lubalutsch oder so. Ja, ja. Hier ist so das, die Marke, die Limo-Marke aus den Donald Duck Comics. Lubalutsch? Ich glaube. Bin mir ein bisschen unschlüssig. So, ja. Ah, war nicht das Schlechteste, hier so entlang zu wandern. Das scheint eine Rückblende oder so zu sein. Ein Mädchen? Ein Mädchen und unser japanisches... Was auch immer. Ein Trugbild?
Ein Trugbild hat der Buben nicht. Vergesst immer meine Stimme, ist so schlimm. Aber ich bin auch schon so alt, da kann ich auch ab und zu mal was vergessen. Ist schon in Ordnung. Ja, ja, ja. Ist das jetzt gut, dass ich hochgehe oder nicht? Ich weiß es nicht. Dab, 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 dab. Ich gehe einfach mal nach oben. Ich hoffe, dass ich in irgendeinem Flur auf einen hilfsbereiten Geist treffe, der mich der mir zeigt, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Ja, so zum Beispiel. Zwischensequenz. Oh. Ist das Mizio? Mizio, aha. Sollte man die gerade irgendwie sprechen hören? Wenn ja, ist es sehr leise. Bis später, habe ich jetzt herausgehört. Ich glaube, wir wissen jetzt aber, zwischen welchen beiden Personen das Gespräch mal entstanden ist, das wir mit Rin hier abgehört hatten. Ich glaube, in Zimmer 204. Der ältere Mann, der mit dem Kind gesprochen hatte, das war Mizio. Der Mann von Chio. Mhm. Hier war das. Genau hier war das. Ja, das ist gut zu wissen. So, okay. Oh, mehr Seelen, die umher wabern. Waber, 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 waber. Ich würde auch sagen, an der Stelle machen wir dann tatsächlich eine kleine Pause. Und dann wabern wir selber mal ein bisschen weiter beim nächsten Mal durch das Krankenhaus. Gewisse Dinge, vielleicht, ja, es fügen sich so ein paar Puzzleteile zusammen. Das ist sehr interessant. Der ganz große Clou wird natürlich noch kommen, aber okay. Na gut, mal sehen, was das japanische kleine Mädchen uns dann noch so alles zeigen wird. Und ob es uns irgendwann hinterrücks überfallen wird und wir den Schrecken unseres Lebens bekommen oder auch nicht, man darf gespannt sein. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich sag dann einfach mal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.